Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musetalk Praxistalk. Und heute habe ich in der Leitung den Andrew Levine aus Hamburg. Hallo Andrew. Moin. Mann, du hast ja eine absolut irre Sache da in Paris gemacht. Du hast mir hier so ein paar Videos gezeigt. Da müssen wir heute mal unbedingt drüber sprechen. Ich nenne es mal brutale, massive Mobile Recordings in Paris. Richtig? Ja, so könnte man das sagen. Also ich war ja jetzt die Jahre vorher auch immer in Paris für das Oboen-Festival und andere Gigs. Und dieses Mal habe ich ja gedacht, dann mache ich doch gleich mal Video, wenn ich eh schon da bin. Mhm. Und in 4 Tagen 4 Konzerte, 3 davon mit Video. Boah. Und kannst du mal kurz erklären, was du so generell, was dein Portfolio ist, was du so anbietest für all die Zuschauer von Musetalk, die deine tolle Serie hier auf Musetalk, nämlich Mobile Recordings mit Andrew Levine, noch nicht kennen und dementsprechend nicht genau wissen, was du jetzt eigentlich machst da in Paris oder gemacht hast. Ja, also meine Spezialität sind Live-Mitschnitte und Sessions mit einem mobilen Studio. In der Regel ist das Stereo, das ist aber auch Surround. Das Ganze geht von 2 bis 24, 32 Spuren maximal, wenn ich irgendwie alles mitschleppe, was ich so habe. Und ich bin ja ursprünglich über den Videobereich zum Ton gekommen vor etwa 10 Jahren, weil ich einfach gedacht habe, es muss besser klingen. Und dann fing das an mit der Beschäftigung mit dem Mikrofon und so weiter. Und letztes Jahr habe ich mich dann entschieden, dass ich in mein Portfolio auch gerne wieder Video mit dazu nehmen will. Und zwar mit Spiegelreflexkameras, den sogenannten DSLRs, also Digital Single Lens Reflex Cameras. Du hast also quasi, du profitierst jetzt quasi schon von der digitalen Spiegelreflex-Videorevolution, ja? Extrem. Ja, also es ist ganz klasse, man hat also eine günstige Kamera, hier in dem Fall ist das die Canon 550D, der Body davon kostet, ich glaube, so um die, weißt du die Preise im Moment, 500 Euro, sowas in der Richtung. Ja, mehr. Dann kombinierst du das mit den Objektiven, du hast ja Wechselobjektive, kannst verschiedene Objektive draufsetzen, ja, und wenn du 2 davon hast, dann hast du die Möglichkeit, eine totale einzurichten. Mhm. Und eine Kamera für Details zu verwenden. Das Ganze lässt sich eben gut transportieren. Es ist natürlich schon eine Schlepperei, mhm, wenn man Audio, sondern auch Video machen will, aber es geht. Also ich habe das ausprobiert und da wird auch ein Bericht darüber erscheinen im Professional Audio Magazin mit Fotos und so weiter. Okay, ich zeig mal was für die Zuschauer. Ich hoffe, dass das klappt. Da sieht man dich, hast du dich selber gefilmt, ne? Durch Paris laufen und was du da vor dich herschiebst, das ist ja in Wirklichkeit gar kein Golf-Equipment, ne? Sondern das sind deine Stative drin, richtig? Richtig. Also ich habe diesen Golf-Caddy umfunktioniert, da passen eben die schweren Sachen rein, die Stative und die Kabel und was man noch um mich herum hängen sieht, ist einmal die Crumpler-Tasche mit Laptop und Mikrofon, dann noch dieser grüne Beutel mit meinen Kameras und Objektiven, dann noch ein anderer Beutel mit dem Follow-Focus und sonstigem Kleinkram und das Ganze lässt sich durch die Stadt so ziehen, ja? Mehr oder weniger leicht oder mühsam. Ja, man hat alles dabei, was man braucht, um hochwertige Mitschnitte zu machen. Das heißt also, du bist erstmal grün, ne? Das heißt also, du schust die Ressourcen unserer Erde, indem du eben Muskelkraft einsetzt, um das Zeug zu bewegen. Und und schonst im Prinzip nicht nur die Umwelt, sondern tust auch noch was für deinen Körper da, ne, wenn du da unterwegs bist. Leute, wir gehen ins Fitnessstudio. Ich schleppe meine nicht benötigt, ne? Nee, das Schöne ist auch, also Paris beispielsweise ist ja mit dem Nachtzug zu erreichen. Ich steige hier abends, also hier bin ich am, was war's, Mittwochabend in den Zug rein, in Dammtor, kann die Nacht relativ gut durchschlafen. Ich kann das auch in Zügen schlafen und am nächsten Morgen bin ich in Paris am Gare de l'Est und dann kann ich meine Jobs machen. Also so gut wie immer bin ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und es gibt ganz wenige Jobs. Im Moment ist das etwa 2-mal im Jahr in London, wo ich bisher fliege, weil die Alternativen einfach sehr zeitaufwendig und teuer sind. So, die Aufnahmesessions in Paris, war das ein Festival? Oder?
waren vier Konzerte. Das erste war ein Konzert mit einem niederländischen Harfenspieler, Remy van Kesteren. Dazu kann ich auch mal ein paar Fotos zeigen, die ich auf meinem Rechner drauf habe. Kurze Zwischenfrage noch. Über wie viele Tage erstreckte sich dann deine Sessions und wie viele Künstler hast du aufgenommen? Es waren 4 Tage in Paris. Ich hatte 4 Konzerte. Okay, alles klar. Ja. Die Fotos hier sind von Olivier Gascoigne, ein Freund von mir, ein Franzose. Hier sieht man diesen sehr schönen Raum in dem Institut Néerlandais, also das niederländische Institut in Paris. Ein sehr schöner Raum mit einer grünen Bestuhlung, wie man hier sehen kann, und ich ganz hinten in der Ecke auf einem Flügel mit meinem Equipment. Was haben wir? Was war das jetzt für eine Band oder welcher Künstler war das jetzt? Habe ich da von dir ein Video bekommen? Nee, das war so der erste Job zum Aufwärmen, war nur Audio. Ich bin da auch nur mit einem Stativ und 2 Bändchenmikrofonen hin, habe ein Blumenline-Setup aufgestellt, das sehen wir gleich noch, und habe da nur Audio gemacht. Das war so zum Warmwerden. Ah, okay. Das war ein, dass ich da mit in Paris durch die Stadt gurken, mit dem Fahrrad durch die Stadt gurken konnte. Hier sieht man mich mit meinem Laptop zugange hinten auf dem Flügel. Das Schöne an so kleinem Equipment ist, dass man wirklich nicht viel Platz braucht, um doch sehr schöne Sachen machen zu können. Hier im Einsatz die Ulen 2 von Metric Halo. Hier sieht man, wie ich meine beiden Bändchenmikrofone justiere. Das ist ja also so das, sagen wir mal, häufigste Fotomotiv. Der Olivier hat mich ja letztes Jahr auch schon in Paris porträtiert bei meinen Jobs, und immer hantiere ich irgendwie mit Mikrofonen rum. Und es geht natürlich darum, die möglichst genau übereinander zu fixieren. Hier habe ich auch noch einen kleinen Silikon Schlauchstückchen dazwischen, damit das auch nicht verrutscht. Und ich habe dieses Mal auch andere Spinnen verwendet zum Ausprobieren. Das sind Spinnen von Rycote. Die sind ganz nett, bloß für diese Mikrofone nicht ganz optimal, weil diese Stängelchen doch sehr schwer sind durch die Magneten und so weiter und das nach unten gezogen wird. Foto Nummer 4. Hier sieht man mich von der Seite vor der Harfe. Das Schöne an so einem Blumenline-Setup ist nicht nur, dass es eben kompakt ist und gut klingt, sondern man kann es auch sehr schön im Nachhinein modifizieren. Man kann das Stereo-Panorama noch drehen und das Ganze funktioniert. Muss ich eine Zwischenfrage stellen, Andrew? Kannst du uns dieses ominöse Blumenline mal ein bisschen erklären? Weil du hast das einfach mal so hingeschmissen, Blumenline, ne? Ja. Kenne ich nicht. Also, es ist so. Jetzt mal so. Man hat 2 Mikrofone mit 8er-Charakteristik. Das heißt, das eine Mikrofon zeichnet nach vorne und nach hinten auf. Das zweite Mikrofon wird um 90 Grad gedreht dazu aufgestellt und zeichnet demzufolge dann in die genau entgegengesetzten Richtung auf. Das heißt, da, wo dieses Mikrofon hier, das obere Mikrofon, sein Minimum hat zu den Seiten hin, da kommt das andere Mikrofon dazu und zeichnet diese Richtung auf. So, das Ganze wird also übereinander montiert und dann um 45 Grad gedreht, sodass ein Mikrofon jetzt hier in dem Fall rechts vorne, links hinten aufzeichnet, das andere Mikrofon links vorne und rechts hinten. Und diese Konfiguration nennt sich nach dem Erfinder Alan Blumline das Blumline-Setup, die Blumline-Konfiguration. Was ist da der Sinn? Was nehme ich denn da jetzt anders auf, als wenn ich einfach 2 Mikrofone so hinstelle? Wie stellst du die Mikrofone auf? Bitte? Du kannst ja 2 Mikrofone auf verschiedenste Arten aufstellen. Also die Art, so zu arbeiten, benutzt Intensität von dem Schall. Das heißt also, das Mikrofon, was hierhin zeigt, zeichnet natürlich Schall, der von vorn rechts und von hinten links kommt, maximal auf. Und Schall, der von den anderen Seiten kommt, wird so gut wie gar nicht aufgezeichnet. Ah, okay. Aber das heißt auch anders, natürlich auch, dass es ganz zwingend notwendig ist, dass man tatsächlich 2 absolut identische Mikrofone benutzt, richtig? Richtig, also für Blumenline auf jeden Fall 2 identische Mikrofone. Die sollten am besten auch gematcht sein. Okay. Jetzt habe ich mir hier eine Frage aufgeschrieben. Und zwar, wie unterschiedlich waren die Mikrofonierungen und die Räumlichkeiten? Waren das jetzt 4 verschiedene Locations mit 4 verschiedenen Mikrofonierungen oder hast du so eine Art Standardmikrofonierung für solche Occasions, die du dann nur entsprechend modifizierst? Ich sag mal, jede Location
braucht auf jeden Fall entsprechende Planung, weil man doch in verschiedenen Orten auf verschiedene Arten arbeiten kann. Hier habe ich ganz konkret bei 3 von den 4 Konzerten mit derselben Hauptmikrofonierung gearbeitet. Das werden wir auch gleich sehen. Das war bei 3 von 4 Konzerten ORTF. In diesem einzigen Konzert war es Blumline, weil mir das angesichts des Raumes und angesichts des Instrumentes der Harfe, als das erschienen ist vorher, hat auch sehr gut funktioniert. Der Vorteil davon, so eine 8 zu verwenden, ist, dass man einen sehr starken Nahbesprechungseffekt hat. Das heißt, die tiefen Frequenzen werden besonders hervorgehoben. So ein Instrument bekommt noch mehr Körper durch den Einsatz von Bändchen. Ich zeige nochmal gerade das letzte von den 5 Fotos. Da sieht man sehr schön den Harfenspieler auf der linken Seite des Raumes und ich bin hier hinten mit meinem Setup zugange. Es war ein sehr gut besuchtes Konzert und diese Mikrofonierung hat auch wunderbar funktioniert für die Harfe. Ja, also es ist, hat gut geklappt. Es war auch so, dass ich sehr nah an der Harfe dran war im Verhältnis zum Publikum. Man sieht das ja auf dem Bild, was ich vorher gezeigt habe, dass ich etwa einen halben Meter vielleicht von der Harfe entfernt bin zum Publikum. Ich habe dann noch die beiden Stühle vorne, glaube ich, weggestellt. Ganz in der Nähe waren das dann schon 1,50 Meter. Das heißt, dreimal so weit. Das Publikum war auch sehr leise und sehr konzentriert. Und dadurch habe ich im Verhältnis sehr viel direkten Klang von dem Instrument selber. Und deswegen war das das Setup, was ich genommen habe. Ich hätte auch mit Seite arbeiten können. Aber bei so einer Nähe hätte ich zum Beispiel nicht so gerne ORTF benutzt. Okay. Und naja, weil dieser Raum selber auch doch in der Nähe von verkehrsreichen Straßen gelegen ist, ist AB auch nicht so optimal. Okay, ich zeige jetzt hier nochmal ein Video. Das hast du Setup genannt. Und ich glaube, da wird so ein ORTF gezeigt, ne? Richtig, genau. Ja, und dann können wir jetzt mal zugucken, wie du das da machst. Also ist das Video 2 Minuten, spule ich mal ein bisschen vor. Das hat der ein oder andere schon so und sehr ähnlich bei Music Talk auch schon gesehen, ne? Das ist diese, wie nennt man das? Wie groß ist da der Winkel zwischen diesen beiden Mikrofonen? Der Winkel sind 110 Grad, der Abstand zwischen den Kapseln sind 17 Zentimeter und man hat in etwa einen Aufnahmebereich von 76 Grad. Das heißt, so über den Daumen gepeilt sollte man genauso weit von dem Mittelpunkt des Ensembles entfernt sein, also die Hälfte der Breite, nochmal zurück, die Hälfte der Breite ist auch dieselbe Distanz, die man vom Mittelpunkt des Ensembles entfernt sein sollte. Wenn das Ensemble also 2 Meter von links nach rechts misst, dann sollte man 1 Meter vom Mittelpunkt des Ensembles entfernt sein Setup hinstellen. Mhm. Aber das muss man entsprechende Sinus- und Cosinus-Formeln verwenden und dann kann man ausrechnen, wie weit man genau platziert sein muss. Verständnisfrage hierzu. Sind das jetzt die einzigsten Mikrofone gewesen bei beiden Gigs? Oder hast du dazu jetzt noch weitere aufgestellt? Ja, also es ist so, dass ich beim ersten Job nur ein Stereopaar verwendet habe. Bei allen weiteren habe ich mehr Mikrofone eingesetzt. Ich überlege gerade, Fotos habe ich von dem zweiten Gig. Beim zweiten Job, das war eine Aufnahme mit einem Klaviertrio, Klavier, Flöte und Oboe. Da habe ich insgesamt 6 Mikrofone verwendet. Also das Hauptmikrofonpaar war ORTF. Dann habe ich eine Stütze in die Mitte des Ensembles reingestellt. Dann habe ich eine Stütze in das Klavier rein montiert und 2 Mikrofone als Grenzflächen an die Wände geklebt. Und bei diesem Job im Centre Mandapa mit den indischen Musikern habe ich einmal ORTF aufgestellt und dann 3 Spots gehabt. Das heißt, jeder der Musiker, du wirst ja bestimmt gleich noch mal ein bisschen was von dem geschnittenen Clip zeigen, jeder der 3 Hauptmusiker, also die beiden oboenähnlichen Instrumente, die 3 Tabla, die hatten jeweils ein Bändchenmikrofon als Spot sehr nah an ihrem Instrument. Okay, wie hieß der Spot? Warte mal, den muss ich jetzt mal suchen. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. So, dann können wir das mal einspielen. Das hier, ne? Also hier sieht man von links nach rechts eine Tabla, diese 2 Trommeln.
Und dann sieht man diese zwei Chennai. Das sind also oboenähnliche Instrumente, Doppelrohrblatt. Und rechts außen ist eine Shur-Chennai, die von einem Schüler von den beiden Brüdern gespielt wird. Also alles drei sind die Brüder Shankar. Ja, und wenn man gleich auf die Totale guckt, dann sieht man auf einem sehr niedrigen Stativ jeweils unterhalb von dem Schallaustrittsloch. Ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück. Das war ja ganz kurz zu sehen hier, ne? Hier sieht man, dass die beiden Bändchen ziemlich tief aufgestellt sind und dass das andere Bändchen für die Tabla eben über der Tabla drüber ist, aber ziemlich nah. Ich habe also eine sehr, sehr gute Trennung, wenn ich diese Achten verwende, von jedem einzelnen Instrument, weil jedes der Mikrofone nur nach vorne und nach hinten aufzeichnet. Und wenn man die entsprechend positioniert, dann kriegt man optimal separierte Aufzeichnungen von dem Schall. Da liegt vor dem zweiten, ich weiß jetzt nicht, wie das Instrument heißt, ich nenne es mal Flöte. da liegt ein Grenzflächenmikrofon auf dem Boden, kann das sein? Nee, keine Grenzfläche. Nee, was ist denn das? Was liegt denn da? Der hat ein Etui, wo vermute ich mal noch Ersatzblätter drin sind für die. Für das Rohrblatt. Also keine Grenzfläche, die ja so ähnlich aussehen könnte. Die so ähnlich aussehen könnten, aber die würde man natürlich nicht auf einen Teppich legen wollen, sondern da muss ja schon eine schallharte Oberfläche sein. Okay, mea culpa. Goodie, nächster Gig. Ja, genau. Also du hast also, hier auch so ein schönes Video, Klavier, Cello, glaube ich, ist es. Sicher bin ich nicht. Bin ja so ein Techno-Freak. Kennt man sich damit sowas nicht aus. Gesang und, warte mal, vielleicht kann man hier mal eine Totale sehen. Genau, hier, das hier. Da ist ja auch einiges an extra Mikrofonierung nötig gewesen, ne? Besonders fürs Klavier. Ja, das ist der letzte Job. Ne? Das macht ja jetzt nichts. Okay, na gut. Also springen wir zum letzten Job. Der war am Sonntagnachmittag in dem Dominikanerkloster in Paris. Und man sieht hier ein Cello-ähnliches Instrument ganz links. Das ist eine Viola d'Amore. Das ist so ein altes Instrument, ein Instrument der alten Musik. In der Mitte sieht man dann ein Cembalo. Rechts außen war immer eine Sängerin bzw. zwei Sängerinnen gegeben wurden, die Les Sons des Ténèbres von Couperin. Und zwischendrin waren auch noch Stücke für Duo, also für Cello und Cembalo, die zwischendrin aufgeführt wurden. Und die Mikrofonierung hier ist das ORTF-Paar, was man vorne ahnen kann. Hier, ne? Wo ich so kreise ich so drum. Die Richtig? Zuschauer werden das erkennen können, du vielleicht nicht. Aber ich weiß, dass es da war. Und dann sieht man, dass ich ziemlich nah an, ich sag mal, an dem Cello-ähnlichen Instrument, da habe ich ein MS-Setup aufgestellt mit den beiden Bändchen-Mikrofonen. Das heißt, es ist eigentlich genauso wie ein Blumlein-Setup, bloß um 45 Grad gedreht, sodass eines der Mikrofone nach vorne und hinten und eins nach links und rechts zeigt. Das gibt mir die Möglichkeit, entweder nur eines der Mikrofone zu verwenden als Spot oder aber die Viola d'Amore jetzt als Stereopaar im Mix zu einzusetzen. Mhm. Okay. Also wenn man zu sehen sind jetzt fünf Mikrofone und außerdem habe ich bei dieser Aufnahme auch noch zwei Grenzflächen links und rechts an die Wände der Kirche geklebt, weil es so eine schöne Akustik war, dass ich mir die Option erhalten will, daraus einen Surround-Mix zu machen. Und das habe ich auch hier in meinem Studio schon praktiziert. Okay, jetzt kann ich endlich zu meinem Lieblingsthema kommen. Was ist eigentlich eine Grenzfläche? Ja, eine Grenzfläche ist, wenn man das erstmal so sich praktisch anguckt, ein Mikrofon mit einer unendlich großen Oberfläche, sondern da das irgendwie schwer zu bauen ist, nimmt man eine normale Kapsel und setzt die möglichst bündig in einen schallreflektierendes Umfeld. Das heißt also, man klebt zum Beispiel so eine kleine Kapsel
jetzt sehr bündig an eine Steinwand. Der Effekt davon ist, dass dieses Mikrofon bevorzugt den Direktschall aufzeichnet, weil man sich ja leicht vorstellen kann, Schall, der normalerweise auf eine Wand trifft und dann reflektiert würde ins Mikrofon, den gibt es hier nicht. Sondern alles, was kommt, kommt von vorne und trifft das Mikrofon, da das Mikrofon ja selber Bestandteil von der Wand ist. Ah, okay. Und wann würde man sowas bevorzugt einsetzen? Der Vorteil von so einer Grenzfläche ist, dass sie ziemlich unauffällig ist. Also man kann beispielsweise auf einem Bühnenboden zwei Mikrofone so auf den Boden drauflegen und daraus kann man dann schon ein Stereopanorama machen. Das ist die eine Möglichkeit. Man kann auch so ein Mikrofon in einen Flügel oder unter einen Flügel drunter kleben. Man hat nicht die Probleme, dass Auslöschungen passieren dadurch, dass Schall nochmal, wenn das Mikrofon jetzt nicht festgeklebt wäre, dass Schall jetzt reflektiert wird vom Boden und dann nochmal von hinten in das Mikrofon reintrifft, sondern man sorgt dafür, dass der Schall vor allem aus einer Richtung auf diese Kapsel auftreffen kann. Okay. Gut, du hattest es schon erwähnt. Ich habe eine Session unterschlagen, richtig? Das Trio, glaube ich, mit Flöte, ich kann die ganzen Instrumente nicht, irgendwas, ich lasse mal hier laufen, du kannst uns sagen, was das ist. Links die Piccolo-Flöte hier in dem Fall, in der Mitte das Klavier und rechts die Oboe. Also das Klavier hätte ich jetzt noch fast noch erkannt, es hätte aber auch wieder mal so ein Cembalo oder sowas sein können, ne? Das war schon richtig. Ja, das war eine Aufnahme im Maison de l'Italie mit einem italienischen Ensemble, dem Eco-Ensemble Trio. Und ja, auch bei dieser Geschichte eben Video mit Totale und einer Kamera für die Details. Ich habe mich einmal links platziert, einmal habe ich mich rechts platziert, sodass ich auch ab und zu mal einen anderen Blickwinkel habe. Das ist ja so, in dem Moment, wo man nicht nur Audio, sondern auch Video machen will, muss man einfach gucken, was sieht interessant aus, wo gibt es was zu gucken. Also hier auch mal eine ganz andere Perspektive, die ich dann mit so einer weichen Blende sozusagen da eingebunden habe. Ja, und aber erstaunlich, Andrew, ist ja, dass es dir gelingt, gleichzeitig noch die Tonaufnahme zu machen. Das heißt also auch im Umkehrschluss, wenn du Gelegenheit hast, dich um Videoaufnahmen zu kümmern, beziehungsweise sogar noch die Kamera zu bedienen und Schwenks und Fahrten zu machen, da muss doch im Prinzip bei Audio nichts mehr zu tun sein, wenn das einmal eingerichtet ist. Ist das richtig? Das ist ja eigentlich immer bei mir so. Also dadurch, dass man ja heutzutage mit 24-Bit aufzeichnen kann, muss man nicht mehr dieses Gain-Riding betreiben, was man früher machen musste. Ich bin also ganz entspannt, ich stelle die Pegel einmal ein und ich hatte bei diesen drei Session wirklich den großen Luxus, dass ich ganz viel Zeit drumherum hatte. Ich habe den Musikern gesagt, ihr müsst einfach anderthalb Stunden vorher da sein. Ich bin zwei oder zweieinhalb Stunden vorher da, ich mache in Ruhe meinen Aufbau, ich mache dann mit euch einen Sound und einen Bildcheck und also so entspannt war das eigentlich, ist das sonst normalerweise bei mir nicht. Es ist oft schon so, dass es dann heißt, naja, die sind eine Dreiviertelstunde vorher da und du kannst eine Stunde vorher in den Raum, weil in der Kirche beispielsweise ein Gottesdienst ist oder sonst irgendwas. Und hier hatte ich natürlich dann eine gute Begründung, dass ich sage, es muss einfach ein bisschen mehr Zeit dafür da sein. Audio muss aufgestellt und perfekt sein, bevor ich mich dann dran mache, das Bild jetzt entsprechend einzufangen. Genau. Und jetzt hier bei dieser Aufnahme der drei Damen, gab es da jetzt Besonderheiten bei der Mikrofonierung? Ich meine, so eine Flöte abzunehmen und aufzunehmen, das ist ja gänzlich was anderes als das Cello-ähnliche Instrument, was wir eben gesehen haben, ne? Oder wie hast du ja das jetzt hier gemacht? Schon, aber ich habe ja, also was man hier sehen kann, ein OLTF-Paar zentral. Und das ist jetzt auch wieder schlecht zu sehen hier, ne? Das steht, glaube ich, aber hier, ne? In diesem Bereich da. Auf der Höhe von der Klavierspielerin hier vorne. Oder ist es gar nicht im Bild? Da gar nicht zu sehen ist. Links. Links siehst du das Stativ stehen, ganz links. Ah, hier. Alles klar, ja. Habe ich. Und das, was du in der Mitte siehst, das ist sozusagen das Center-Mikrofon. Ich habe da ein Bändchen aufgestellt, was nach links und nach rechts zeigt. Das ist ein bisschen näher an der Oboe jetzt dran gewesen als an der Flöte, weil ich ein bisschen mehr Klang von der Oboe haben wollte. Und dieses Mikrofon ist einmal dafür da, mir einen Center-Kanal für meinen Surround-Mix zu liefern und außerdem als Stütze für die beiden Instrumente.
Andrew, Stütze kenne ich aber nur vom Arbeitsamt. Was ist denn eine Stütze beim Mikrofonieren? Man bezeichnet dieses Spot-Mikrofon, bezeichnet man auch als Stützmikrofon. Man hat die Möglichkeit, dadurch ein bisschen mehr von dem direkten Klang von der Flöte und von der Oboe zu bekommen. Ich kann ja mal die Fotos zeigen von dieser Session. Ja, bitte. Ja. Also hier sieht man mich mit meiner Kamera schon, dass das, was wirklich stressig war, vor allem bei diesem Job, war, dass ich den ganzen Aufbau dokumentiert habe, und witzig auch wieder deswegen, weil der Fotograf, der Olivier, mich beim Dokumentieren meines Aufbaus für meine Dokumentation dokumentiert hat. Sehr schön. Hier mache ich gerade den Weißabgleich mit meiner Kamera. Ich gehe mal zum zweiten Foto. Hier habe ich wieder mein Aufbau für UHTF, und man sieht, links steht meine Kamera und filmt mich. Das heißt, in diesem Fall habe ich etwas von dem Video schon vorher aufgebaut, damit ich dokumentieren konnte, wie ich mein Audio aufstelle, sozusagen. Auf diesem Foto sieht man, wie ich meine Grenzfläche begutachte, die ich an die Wand geklebt habe. Ich habe also die Kamera da aufgestellt, und es gibt hier etwa eine halbe Stunde Video von dem ganzen Aufbauprozess, aus dem ich auch ein längeres Video machen möchte über meinen Paris-Besuch hier. Nummer 4 nochmal ist auch ein ganz nettes Foto, wo man sieht, wie ich filme, dass ich meine andere Kamera einrichte. Es ist wirklich meine Fresse. Also, du bist ja noch viel überlegen, und hier noch härter drauf als wir, du. Hier sieht man nochmal den Aufbau von dem ganzen Raum. Also, sehr schön zu sehen ist hier so die zentrale Kameraaufstellung. Meine Kamera für die Details ist hier im Moment links außen postiert. Hier ist mein kleiner Platz für Audio. Ja, und so sah der Raum aus, mit einem sehr schönen Weitwinkelobjektiv fotografiert. Sieht super aus. Ich habe mir hier noch eine richtig schöne Frage für dich ausgedacht. Denn wir beide waren doch mal zusammen mit André engagiert, ne? Für genau sowas, wo wir dann einen Videopart übernommen haben. Du erinnerst richtig. Dich? Ja, Musikfestival in Amsterdam, ne? Hat Spaß gemacht. Ich glaube, 24 Bands in 2 Tagen, irgendwas war doch da, ne? Was? Hammermäßig, sag ich. Und aus den Erfahrungen von damals habe ich mir folgende Frage aufgestellt. Was war dein größtes technisches Problem oder Katastrophe während der Tage? Man hat ja immer irgendwas, was auf einmal gar nicht mehr geht. Ja gut, beim letzten Konzert gab es die Situation, dass eine Frau aus dem Publikum eine Kamera umgeworfen hat. Das war natürlich sehr unerfreulich, aber bis auf den UV-Filter ist alles heil geblieben. Das ist natürlich schon wirklich ein Problem. In dem Moment, wo man alleine zu tun hat mit einem audiovisuellen Mitschnitt und auch noch Publikum involviert ist, ist es einfach schwierig, den Überblick zu behalten. Ich glaube, das ist das größte Problem. Denn wenn man die Zeit gehabt hat, vorher in Ruhe sich das anzugucken, du hast ja vorhin auch mal kurz eingeblendet, diese eine Einstellung, wo man Christus sieht oben und wo ich dann diesen Schwenk mache runter auf das Ensemble. Das ist auch eine Einstellung, die ich am Tag vorher schon bei der Begehung von der Kirche gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, ich kann mich so bewegen, das ist interessant, ich kann mal von oben kommen, und das Ganze muss natürlich auch passend zur Musik sein, und man muss den Fokus richtig ziehen und so weiter. Aber es war auch in der Hinsicht so ein Experiment, um zu sehen, ist es machbar mit vertretbarem Aufwand, und es geht schon. Man muss wirklich aber auch sehr viel Spaß daran haben, um sich dem auszusetzen. Ja, und vor allem muss man auch gut gefrühstückt haben, ne? Wenn man dann, so wie du, ohne Auto und ohne Hilfe unterwegs bist. Ganzen Kram, also sehr praktisch zum Beispiel muss ich sagen, ist dieses Teil hier, das kennst du ja auch, das ist dieser Gorilla-Pod. War eine super Geschichte, um interessante Blickwinkel mit der Kamera aufzufangen. Und was wirklich unerlässlich ist, wenn man mit diesen Spiegelreflexkameras arbeiten will, ist so ein Follow-Focus. Ja, hier ist ein sehr schönes Teil von Jag 35 in den USA, wo man dann durch Drehen hier an diesem Rad
durch eine Übersetzung entsprechend den Fokus verändern kann. Und also ohne sowas geht das schon mal gar nicht. Ein vernünftiger Kopf natürlich. Also man braucht schon viel Equipment, viele kleine Teile. Und man muss jetzt sagen, dass man so ein Fokusgerät hauptsächlich deswegen gut einsetzen kann, weil man nämlich auf dieser weißen Scheibe da dran die Schärfepunkte einzeichnen kann und dann die Schärfe verlagern kann. Das kann man, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Also in dem Moment, wo ich jetzt durch meinen Monitor gucke, ich habe hier irgendwo noch so einen kleinen Monitor, in dem Moment, wo ich durch meinen Monitor durchgucke und auch noch den Follow-Focus drehe, dann kann ich nicht sehen, was hier auf dieser Scheibe drauf ist. Alles klar. Aber man hat es zum einen relativ schnell im Griff, wenn man vor allem zwei Punkte hat oder drei Punkte, dass man so und so weit drehen muss, ohne jetzt loszulassen, bis man an der entsprechenden Position ist, die man haben will. Und dann ist natürlich der Vorteil davon, dass man so einen größeren Monitor einsetzt, dass man auch sehen kann, ist es scharf oder ist es nicht scharf, weil es muss ja schon scharf sein. Nachteil ist dann, dass man da unheimlich viel Kleinkram dabei hat. Ne? Viele kleine Teile, ja. Genau. Audiomäßig, vom Audio-Equipment her, warst du unterwegs mit ULN 8 oder ULN 2 von Metric Halo, richtig? Die ULN 8 mit für die meisten Jobs. Die ULN 2 hatte ich mit für diesen einen kleinen Job am Anfang. Und weil ich, wie gesagt, dieses Dokumentationsprojekt habe, wo ich auch in Paris unterwegs war, mich selber gefilmt habe, wie ich mich da durch die Stadt begebe, da habe ich dann auch in dem zweiten Durchgang verschiedene Atmos aufgenommen. Und da habe ich die ULN 2 verwendet mit zwei kleinen Kugelmikrofonen. Okay. Und du hast erstmal nur alles aufgenommen und nicht gleich irgendwelche Bearbeitungen gemacht, ne? Ja, es war schon so, die Musiker haben immer gleich nach dem Konzert eine CD mit einem Live-Mitschnitt bekommen. Jetzt ohne irgendwelche Bearbeitung. Ich muss natürlich schon vorher immer eine Einstellung für die Mischung finden, um zu wissen, ob es später auch funktionieren wird. Das heißt, die haben mir sofort dann eine Sample-Raten-konvertierte Version bekommen. Ich habe mit 48 Kilohertz oder 96 aufgezeichnet und dann für sie eine normale Audio-CD hergestellt. Und dann habe ich von den Musikern entsprechend eine Wunschliste bekommen. Wir hätten gerne dieses Stück von 2 Minuten 15 bis wie auch immer. Und das habe ich dann entsprechend für sie zurechtgeschnitten. Das kam aber erst später. Okay, aber bestellen konnten die Musiker bei dir alle möglichen Arten von Mitschnitten, ne? Von Stereo bis Surround und Video noch dazu. Genau, und Video auch noch dazu. Ja. Gut. War ein wirklich interessanter Gig. Ja. Hat schon Spaß gemacht. War nicht unanstrengend, aber war auch dadurch, dass man wirklich viel mehr involviert ist in dieses ganze Konzert, natürlich auch noch spannender. Also normalerweise ist es ja so, ich baue auf, vorher recherchiere ich entsprechend, gucke mir das Repertoire an, spreche mit den Musikern, schaue mir Fotos von dem Raum an und entscheide mich dann, wie ich mikrofonieren will. Dann baue ich doch meine Sachen auf und mache meine Aufnahmen. Und während die Aufnahme läuft, habe ich Zeit, vielleicht noch mal einen Mix bisschen zu tunen, vielleicht noch irgendwo ein Delay zu verändern, den EQ oder sonst irgendwas, mir Notizen zu machen für etwas, was mir nachher beim Endmix dann hilft. Und in dem Moment, wo ich jetzt auch noch zuständig bin für das Video und vor allem eben dafür, dass die Detailkamera bedient wird, habe ich viel mehr mit dem eigentlichen Event zu tun. Also ich bin natürlich auch viel mehr sichtbar, weil ich nicht irgendwo mal sitze und aufnehme, sondern ich stehe irgendwo noch oder hocke irgendwo und mache meine Aufnahme. Eigentlich solltest du noch, wie das früher im Kino üblich war, noch mit so einem Eiswagen oder so einem Eiskoffer rumlaufen mit Getränken und Eis und Würstchen. Ich finde, du hast ja noch, während du in der Kamera bedienst, noch ein bisschen Headroom für sowas, oder? Ein Headroom mehr vorbei ist. Ne? Aber hier zeige ich noch mal gerade eins von den netten Fotos von dem Olivier. Hier ist meine Kamera für die Totale. Das war hier in dem Fall, falls das jemand interessiert, ein 24mm Objektiv, was zum Einsatz kam. Also ich arbeite so gut wie immer mit Festbrennweiten, weil die generell lichtempfindlicher sind als erschwingliche Zoom-Objektive. Hier gibt es nochmal ein nettes Foto, wo man mich sieht, wie ich hier unten hantiere an meinem Mikrofon-Setup. Und
Auf dem letzten Foto, was ich hier rausgesucht habe, sieht man die Position, wo, von wo aus ich dann dieses Konzert, also wo ich die Details mitgeschnitten habe. Das war also sitzend auf dem Boden vor der linken Bankreihe. Das war einfach ein ganz guter Ausgangspunkt. Da habe ich auch die Seite nicht gewechselt, sondern ich stand immer hier. Es ist natürlich auch unterschiedlich schwierig, den Instrumenten gerecht zu werden. Flöte, so eine Oboe, ist leichter zu videografieren beispielsweise als ein Klavier. Bei einem Klavier muss ich ja schauen, dass ich nicht nur die Musikerin, den Musiker drauf habe, sondern auch die Hände und das Spiel. Wenn ich die Seite wechsle, dann sehe ich vielleicht gerade mal irgendwie den Kopf, wenn er nicht hinter den Noten abtaucht. Und naja, es gibt also ganz viele neue Herausforderungen durch diese Arbeit. Das ist schön. Das finde ich auch toll, Andrew, dass du dich immer wieder neuen Herausforderungen stellst, was wir hier auch immer tun. Ne? Ist ja auch immer wieder eine Herausforderung, hier über Skype so eine Sendung zu produzieren. Ne? Du in Hamburg über Skype mit zwei Rechnern und so weiter und so fort. Von daher können wir das absolut nachvollziehen. Es macht einfach Spaß, mal immer wieder, ne, seine Grenzen auszutesten und mal wieder was Neues auszuprobieren, oder? Ja, so ist es. Also ich kann auch nur sagen, die Tatsache, dass ich ja schon seit Jahren jetzt plane, wie ich mein Audio-Equipment transportiere, was ich brauche, wie ich es nachher wieder zusammenräume, das hilft natürlich sehr viel. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich generell nach den Konzerten da stand und das ganze Zeug gesehen habe, was ich jetzt wieder verpacken muss. Und da musste ich doch jedes Mal überlegen, was ich jetzt am sinnvollsten zuerst, als zweites, als drittes, wo rein. Wie du gesagt hast, es sind so viele kleine, wichtige Teile. Man braucht irgendwie noch diese Speicherkarten, extra Speicherkarten und Batterien. Und dann muss man die Einstellung von einer Kamera auf die andere übertragen und so weiter. Es ist schon ziemlich komplex, aber eine gute Sache. Und es hält einen auf den Zehenspitzen. Genau, denn von Andrew lernen heißt siegen. Ja. Andrew, ich bedanke mich bei dir. Das war wirklich mal wieder sehr spannend, sehr informativ und interessant. Und du hast uns wirklich wieder mal ein paar richtig schöne Bilder geliefert. Diesmal aus Paris. Vielen Dank, Andrew. Bedanke mich bei dir. Und schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Praxistalk. Immer. Immer. Ja. Alles klar, super. Dann sage ich nur noch... Was sage ich? Make more music, Leute. Genau, make more music mit Musotalk. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.